paar Musketores, die brauchen wir bestimmt eh wieder. So wie ich uns kenne. Prärie, Indianer. Hm, gibt irgendwoher Sinn, aber auch irgendwie wieder nicht. Und da Comanchen-Schütze. Mit Reichweite sogar, das ist ja cool. Lebenspunkte der Kavallerie. Alle Weiterentwicklungen weniger Münzen, hey, holen wir uns doch. Kavallerieeinheiten, naja gut, mit der Infanterie gepaart ist, das ist nicht so geil. Na gut, zumindest 5 Comanchen-Schützen. Ich find's auch schön, dass die Forschung und Einheitenausbildung zusammen ablaufen kann. Wird ablaufen gesagt. Schnauze, Alter. Na ja, gut, wie dem auch sei. Ja, ist ja gerade alles in Arbeit. Ja, tschüss. Hat jemand tschüss gesagt? Bin ich mir erst mal ein. Ach, die sind gut gegen Artillerie. Das freut mir jetzt halt natürlich. Dann gucken wir einfach mal, was es hier sonst noch so gibt. Außenposten auf Baron Hill. Weißen Büffel. Naja gut, also auf dem Nordosten. Norden, Osten, da oben irgendwo. Ich denke hier, da ist er. Ja, die Nahkampfkavallerie macht das schon, ne? Ich find's ja echt geil, wie die einfach die Kavallerie ignorieren und da auf den Söldner da drauf gehen. Oh, jetzt schlagen sie die Kavallerie, jetzt geht's los. Weißer Büffel, geheimnisvolles weißes Tier. Ein Diener des Zirkels oder ein legendäres Tier. Niemand weiß genau, es hat aber einen Faustangriff. Der dreifach Schaden gegen Wächter macht. Und sehr schnell ist. Ach, hier gibt's noch ein paar wilde Mustangs. Die führen natürlich auch hier direkt zum Dorf. Okay, den Büffel hätten wir jetzt erledigt. Der verwunschenen Stadt von Cibuala. Oder Cibuala, keine Ahnung, wie das jetzt ausspricht. Ich bin kein Aussprachemeister. Na gut, hier gibt es nur Einheiten, aber das sparen wir einfach mal. Ob das so eine kluge Idee war, sich hier nur mit den paar Truppen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das so eine sinnvolle Idee jetzt von mir war. Und schießt es zusammen. Ja, wird's gehen. Ach, einfach mal Stämmers hin und gucken, ob's geht. Prärie Indianer. Okay. Prärie Indianer. So, weißen Büffel zurückgebracht. Gecheckt. Skull auf der Insel der Eulen. Tochter des Lakota-Häuptlings. Und Warwicks Außenposten. Also ich nehme einfach mal an, dass es der ist. Ach, der ist er ja, der General Warwick. Mysteriöser britischer General. Das war echt eine schlaue Idee von mir. Ach, der hat einen Fernangriff. Ich nehme an, mit Pistolen und so, ne? Okay, die wichtigsten, die dürfen jetzt gehen. Die anderen sterben jetzt. Wir hätten echt vielleicht ein paar mehr Truppen mitschicken sollen, ne? Ist mir gerade nur so in den Sinn gekommen. Ja gut, eine Kaserne brauchen wir nie. Es ist scheißegal, wie wir die bauen. Na toll, das kostet uns 400 Holz. Na, jetzt sind sie tot. Spawnt nie da, jetzt ein Stall. Müssen wir echt hier oben noch aufräumen? Na ja, gut, ich denke mal, wenn wir Kanonen haben, ist das unser geringstes Problem. Schicke ich uns hier direkt noch ein paar Einheiten. So, was hier ist auch noch sinnvoll. Auch gute Infanterie. So, dann mache ich hier mal. Dann mache ich hier mal Dinge. Er hat Dinge gesagt. Ach, ey, der Scheiß vielleicht. Hat nichts zu bedeuten. Bist du fies? Ich denke mal, wenn sie noch ein paar Musketiere können wir uns sogar leisten.
Ich denke mal 15 Stück, kombiniert noch mit 5 Plänklers. Ach, scheiß doch drauf. Unser Holz ist am Arsch. Ist es wirklich? Okay, die Präriehäuptlinge werden auf jeden Fall ein bisschen überleben, denke ich mir mal. Okay, und das müssen wir vernichten, dafür brauchen wir Artillerie. Ist eigentlich, habe ich eigentlich... Jawohl! Genau danach haben wir doch gesucht. Sag mal, wo bleiben eigentlich der John und der Ding, der Kenny King? Wo seid denn ihr eigentlich, ihr zwei nette Menschen? Seid ihr zu einem Angriff reingelaufen und... hattet Spaß, oder... wo sind denn die? Hier nicht, ich stehe fest. Habe ich jetzt John und Kenny King verloren? Naja gut, da gehört auch ein Stück Talent dazu. Yay, Lakota, ihr habt's geschafft. Greta. Das überlebt dich schon, die Greta. Sie hat einen großartigen Charakter. Die muss doch auch hierher gebracht werden, Greta, oder? Nur bilde ich mir das nur ein. Wo ist eigentlich die Insel der Eulen? Hier irgendwo, ne? Oder hier gar? Nee, hier denke ich nicht. Hierher. Ach so, Ziel abgeschlossen. Okay. Ja, wir haben schon die Hälfte unserer EP zusammen. Yeah. YOLO, 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 YOLO. Okay, jetzt habe ich mich hier gerade irgendwo wieder verlaufen. Also jetzt vom Sprechen her, ne? Wäre ein bisschen doof, wenn ich mich jetzt verlaufen hätte. Aber ich denke, die Prärie-Indianer hier sind noch sicher. Noch. Ich warte nur auf unsere Landsknechte. Geringe Anzahl. Ulanen waren doch irgendwie deutsche Kavallerie, ne? Waren es nicht irgendwie so Lanzenreiter oder sowas? Hm, wir hätten es herausfinden können. Ich habe mich für Landsknechte entschieden. Ich bin irgendwie mehr Infanterist. Landsknecht. Okay, machen guten Schaden. So, dann gucken wir mal. Wie ordnen die sich? So, die Kriegswägen sind auch ganz gut, ne? Auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass wir da oben so schnell reinkommen. Aber müssen wir wohl, ne? Ach, habt ihr die Goldmine hier schon demontiert? Das kriegen wir an hier, aztekische Adlerläufer. Adlerkrieger, meine Fresse, ey. So viel Präzision muss schon sein, ne? Okay, die Postkutsche liefert uns stetig neue Erfahrungen. Die Büffel da oben könnten wir echt auch jagen. Aber wir haben hier noch, ne? Ja, noch trifft's nicht wirklich. Wir haben Büffel. Bin ich blöd, das sind Bisons und keine Büffel. Mann, bin ich scheiße oder so? So, meine Truppen sind's auf jeden Fall. Alter, Alter. Der Kriegswagen wurde ja anständig auseinandergenommen. Okay, helfen wir ihnen einfach, diese ganzen Bogenschützen aus dem Weg zu räumen. Oh, das war gerade eine Kanone, die den Baum umgerissen hat. Ja, ja, ich gehöre zu Greenpeace. Ich töte Bäume. Ich geb's ja zu. Ja, ja, ja. Landsknechte. Söldner der Nahkampfinfanterie. Ach, den Außenposten sollten wir vernichten. Obern sie das Gold auf die Insel der Eulen, dann habe ich alle Nebenziele. Reicht das dann? Ja, ein bisschen. Ist die Insel der Eulen doch hier, oder? Oder? Naja gut, vernichten wir erstmal den Außenposten und dann schauen wir weiter. Da sind Bogenschützen, yeah! EP-Spender! So, EP-Spender tot. Schnell Außenposten, bevor du den weiterentwickelst. Wäre jetzt ganz scheiße, wenn die jetzt weiterentwickeln würden. Und ich da hier mit meiner Infanterie und der einen einzigen Kanone da rumstehen würde. Das wäre jetzt nicht so toll. Vernichten wir erstmal das Tor hier. Dass wir da zumindest reinkommen. Nur noch das Gold, sonst habe ich alles. So. Läuft auf jeden Fall gut, ne?
jetzt noch Rohstoffe schicken? Was haben wir gerade überhaupt nicht nötig? Na gut, dann nehmen die jetzt halt Schaden. Nein, kann ich jetzt auch nicht ändern. Es fehlen noch knappe 3000 EP. Die kriegen wir schon, wenn wir da die Basis mal ordentlich aufräumen. Vor allem, dann können sie auch nicht so viele Truppen rausschicken. Was heißt, dass wir mehr Zeit haben, weil die Häuptlinge nicht sterben. Weil sie keine Truppen daraus bekommen. Der Musketier stirbt übrigens. Los, vernichte den Außenposten! Wir werden alle... Ach komm, das singe ich jetzt nicht, nee. Das mache ich in Sims irgendwann mal auf einer Beerdigung oder so. Irgendwann. Wann kann ich jetzt natürlich auch noch nicht sagen, aber... Was sicher ist, dass es nicht mehr lange dauert, bis wir die EP hier zusammen haben. So, Warwick, jetzt kriegst du mal die Fresse voll. Flop. Warwick hat die Fresse voll gekriegt und ist bestimmt geflohen, der alte Penner. Wir sollten hier vielleicht erstmal diese ganzen Typen da, das Zeug da aus dem Weg räumen. Oh, haben wir jetzt den Reiterbandit angeschossen? Ja, das tut mir jetzt aber leid. Na gut, tut's mir nicht, aber... Ah! Alter, wo kommen jetzt diese ganzen Truppen her? Wo kommen die her? Die waren vorher noch nicht da. Langbogenschützen! Sie sind gefährlich. Ihr müsst die fertig machen. Gefährlicher als meine Truppe. So wie es ausschaut. Na gut, die Truppe geht hier eigentlich. Wir müssen einfach schauen. Boah, ey. Also so langsam, ne? Da kriege ich hier die Krise mit dem Soundsystem. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ist immer so laut. Liegt es an meiner Hardware? Liegt es an der Software? Ich weiß es nicht. Naja gut, vielleicht ist es auch besser, wenn ich das nicht weiß, weil ich sonst wie im Basteleien verfalle. Und bei meinem Glück geht da was schief, aber ich bin immer in der Lage, das zu reparieren, ja? So ein Pro bin ich. Ich bin der pro-mäßigste Pro, den ihr je gesehen habt hier, ja? Um das hier mal klarzustellen. Knochengardist! Gibt EP! Abschlachten! Meine Truppe ist fast weg! Weiterschlachten! Ich frag mich, ob immer noch mit John und Canyon Kills abgeblieben sind. Naja, die finden wir schon wieder. EP-Spender! Ich glaube, wir vernichten die Kasse ja trotzdem auch, wenn da die ganze Zeit EP-Spender rauskommen. Weil es ist dann ja auch besser für alles hier. Krieg mal EP und die Häuptlinge sind sicherer. Das Dorfzentrum muss sowieso irgendwann mal weg, ne? Ganz klar. Und die Siedler schlachten wir auch ab. Aber ich denke, da haben wir eigentlich schon die EP zusammen, die wir brauchen, ne? Ich bin jetzt gar nicht so sicher, aber ich denke jetzt einfach mal schon. Yay, sie haben keine Truppen mehr. Also gleich. Also jetzt. Boah, jetzt ist das... Nee. Die Truppen sterben. Tot. Huch, wir haben Verstärkung Warum meinst du die her? Ja, einfach mal so zu den Siedlern, ne? Hoppala. Hier gehört aber schon noch daher, ne? Schicken wir mal hier direkt einmal. Schicke ich da zwei zum Jagen. Ja, das habe ich auch schon vor langer Zeit gemerkt. Ja gut, Waffen brauchen wir sowieso eigentlich immer. Kann man eigentlich agen? Warum kostet das so wenig Gold? Aber 2000 Narren, die haben wir jetzt nicht mal schnell zur Hand, aber mal. Wird reichen, wir haben sowieso eh gleich. Wir haben sowieso die. Oh Mann, ey. Ich verhaspel mich hier die ganze Zeit. Das ist so schlimm. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall genug Jäger und alles.